Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal um das Thema Befehle. Ich zeige euch nun mal ein paar Befehle, ebenfalls wie man auch mit den Befehlsblöcken genau umgeht und wie man sie genau benutzt und wie man halt Befehlsblöcke bekommt. So, wir fangen gleich mal an. Und zwar, wir fangen an mit dem Befehl Time. Time set day ist der Befehl, um Tag zu setzen. Um zum Beispiel Nacht zu machen, time set night, dann wird es Nacht. So, dann gibt es noch mehr Möglichkeiten, zum Beispiel Midnight, dann ist Mitternacht. Dann, man kann übrigens auch Tag setzen mit time set 0. Ebenfalls Tag, und zwar so ein Aufgang, das ist nämlich bei 0. So, dann kommen wir zum nächsten Mal, und zwar den Befehl GIF. Den Befehl GIF benötigen wir, um einen Command-Block zum Beispiel geben zu können. Ich gebe jetzt zum Beispiel GIF my Cleon, Redstone, dann die Anzahl, ich gebe jetzt mal nichts ein, dann kommen wir nur 1. Dann haben wir jetzt hier einmal einen Redstone bekommen. Ich kann jetzt zum Beispiel 64 sagen, dann bekomme ich einen Stack. Dann kann ich sagen, was haben wir noch genau? Wir haben zum Beispiel Barriers. Barriers sind halt Blöcke, ich kann euch auch mal kurz zeigen, die quasi unsichtbar sind. Also dauert kurz. Jetzt sind sie quasi unsichtbar. Und nur mit dem, wenn man das Barrier in der Hand hat, dann kann man quasi nur Barriers sehen. Kurze Information. So. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man quasi Tassenkombinationen oder sowas verwendet. So, dann zeige ich mal kurz euch einen Command-Block. Aber warte, bevor ich beginne, will ich nochmal kurz was zeigen. Und zwar mit slash gif. Dann den Namen, zum Beispiel add alles, zum Beispiel alle Spieler quasi, zum Beispiel auf dem Server, die auf dem Server sind. Dann Command Block. Dann die Anzahl, ich sage jetzt ein, bekomme ich einen Befehlsblock. So bekommt man übrigens Befehlsblöcke. Und jetzt nehme ich mir hier kurz einen Befehlsblock und das. So. Jetzt zeige ich folgendes. Und zwar, ich zeige euch mal kurz verschiedene Befehle. Gibt zum Beispiel den Befehl Game Mode. Der Befehl Game Mode ist dafür da, um zum Beispiel in den Creative Game Mode zu wechseln oder in den Survival Modus, wo ich natürlich dann die Herzen bekomme. Mit in Survival Modus kann man auch keine Befehlsblöcke abbauen oder anklicken, sondern nur auf die Taste quasi klicken. So, dann mit Spectator kommt man in Game Mode 3, wo man quasi durch die Blöcke fliegen kann, und wenn man Kisten öffnet, kann man nichts rausnehmen, und außerdem werden die nicht geöffnet. In Befehlsblöcken kann man ebenfalls nicht reingucken oder ausführen oder abbauen. So, natürlich, das geht halt nur im Creative. So, ich bin jetzt im Creative, und da zeige ich euch jetzt zum Beispiel den Befehl GIF. Dann sagen wir mal Cleon. Dann nehmen wir den. Was kann man denn von so. Was haben wir denn hier so für eine Blöcke? Das hier. Nee, was haben wir genau? Ich nehme mal zufällig einen Apfel. Ich sage jetzt zum Beispiel 5 Äpfel. Wenn ich dann auf diesen Knopf bekomme, steht ebenfalls da. Also Add, das ist der Befehlsblock, so heißt er quasi. Äpfel an Markierung gegeben. So. Außerdem mit dem Befehl slash kann man sein Inventar clean. Das kann ebenfalls hier der Befehlsblock. Ich kann jetzt hier clean eingeben. Er wird quasi, wenn ich hier drauf klicke, muss ich jetzt mal was im Inventar haben. Hier mal raus. Hier. Wenn ich hier drauf klicke, wird gerade irgendwie nichts machen. Ach ja, wir müssen ja noch den Namen hinschreiben. Jetzt weiß er nicht, wo welches Inventar gecleaned werden soll. So, wenn ich jetzt aber drauf klicke, dann sieht man hier, wurden von McLaren entfernt. Man sieht auch hier, ich habe nichts mehr im Inventar. Wenn ich jetzt eingebe, er soll jetzt nur Äpfel quasi, also
Äpfel quasi clean. Und ich nehme jetzt hier zum Beispiel so Eichenholzsetzling, ich klicke drauf, dann passiert nichts. Aber wenn ich einen Apfel im Inventar habe, so ein, dann wird nur der Apfel gekleed. Wenn man jetzt hier Apfel machen kann, dann noch einen kann man nicht ziehen. Ja. So, dann machen wir gleich das nächste. Und so, was haben wir noch? So, wir haben jetzt Klee. Kurz nachdenken, was haben wir denn noch so für eine Befehle, die ich mal kurz zeigen kann. Ja, der nächste Befehl wäre jetzt Say. Mit Say können jetzt Befehlsprodukte quasi etwas sagen, zum Beispiel Say Hi. Wenn ich jetzt Say Hi eingegeben habe und ich klicke den Knopf, dann sieht man hier wieder Add, das ist der Befehlsblock. Hi. So, das können wir jetzt zum Beispiel spammen. Man könnte jetzt noch eine Glocke erstellen, die ist ganz einfach. Da benötigt man etwa und einen Schalter. Wo ist der Schalter? Wo ist der? Hier. So. Okay, ich mach mal kurz den Knopf, dann spammt er quasi. Ist aber auch noch anders möglich. Ich mache jetzt aber meine Glocke erstellen. Okay, das ist ein bisschen blöd hier. Zack, zack. So. Dann spammt er quasi die Nachricht Hi in den Chat. So, das nehmen wir ab. So, jetzt hier nicht spammen. Ich will kurz ausprobieren. Das wäre jetzt der Befehl Say, der würde auch eventuell funktionieren, wenn ich jetzt hier Say eingebe. Dann Say Hi. Dann steht hier jedenfalls ja wieder mein Klee und quasi Say Hi. Also es funktioniert halt wie wenn ich das ganz normal schreibe. Nur hier ist das ein bisschen so, ja, so eine Klammer quasi, so in Klammern geschrieben. Es ist hier ebenfalls in Klammern geschrieben. Und ja. So, das wäre jetzt dieser Befehl. Dann können wir zum Beispiel übrigens auch noch weitere Sachen einstellen. Dazu nehme ich mal einen neuen Befehlsblock raus. Zum Beispiel. So. Zwar gibt es den Befehl zum Beispiel. Es gibt da noch einen Befehl. Ich gebe jetzt nochmal Say Hello World ein. Das wäre jetzt ganz normal, dass er immer Hello World sagt. Aber ich kann auch sagen, immer aktiv bedient, verkettet, wiederholen und dann spammt er die ganze Zeit. Also mit wiederholen wiederholt er quasi immer. Wenn ich jetzt benötigt Redstone entferne, dann hat er jetzt nur einmal was reingeschrieben. Und wenn ich jetzt immer draufklicke, dann spammt er nur so lange, wie der Knopf quasi reingedrückt ist. Wenn ich jetzt Hi schreibe, spammt er nicht mehr. Außer ich drücke hier drauf. Ja. Und außerdem verändert sich auch dieser Markt quasi mit quasi lila. So. Können wir zum Beispiel mal aktiv sagen. So, dann müsste der. Ja, da passiert eigentlich gar nichts mehr. Ja. Nur wenn wir halt hier wiederholen klicken. Immer wenn ich hier drauf drücke, das ist ja so. Dann gibt es natürlich wieder eine weitere Funktion und zwar gäbe es dann noch die Möglichkeit, Blöcke zu platzieren mit dem Befehl set block. Kann man Blöcke platzieren? Das geht natürlich auch hier mit set block. So, dann gucken wir nämlich jetzt zum Beispiel mit F3. Können wir mal kurz gucken. Ich gucke mal hier kurz, was haben wir denn hier für die Koordinaten. Ich hole mir mal Kram hier mal hier kurz Zettel raus. So, dann können wir mal eine Koordinate aufschreiben. Hier haben wir zum Beispiel die Koordinate minus 3.
Koordinate. Jetzt kommen wir mal kurz mal. So, dann gehe ich mal nochmal zurück. So, dann kann ich jetzt hier das Ganze eingeben. Set Block, dann die Koordinate. Das wäre jetzt bei mir minus 208. Leerzeichen, also kein Komma eingeben. 120. Und dann minus 258. So, dann welcher Block platziert wird. Ich möchte jetzt gerne Cobblestone. Machen wir es Cobblestone hier. Fertig. Wenn ich drauf klicke, wurde hier ein Cobblestone platziert. Das geht natürlich auch, wenn ich jetzt hier Set Block eingebe und dann wieder die Koordinate. Das wäre jetzt 308 120 258. Der wurde nämlich schon mal verwendet, deswegen steht er jetzt auch hier drin. Und dann sagen wir Enter. Oh, Position nicht gefunden. Aha. Da fehlt ein Minus. Zack. Und dann wurde quasi dieser Block platziert. Man sieht außerdem, der ist ein bisschen... Ja, hier einmal... ja, es ist halt kein richtiger Baumstoff quasi. So. Aber wir wollen natürlich hier wieder einen Grasblock einfach haben. Deswegen gebe ich jetzt hier einfach ein... Grasblock. Genau, so. Grasblock. Hier ist er. Okay. So. Gehe wieder drauf. Und der Block ist Geschichte. Also ist jetzt nur Grasblock. Mit AIR, also Luft, kann man mit quasi einen Block entfernen. Mit Füll und zweimal die Koordinaten angeben, kann man quasi einen Block füllen. Aber ich glaube, das war's jetzt erstmal mit den Tutorials. Weil wir sind ja schon bei über 12 Minuten. Ja, also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like, ein Abo. Und dann sage ich auch schon, bis zum nächsten Mal.